Was geht ab, meine lieben Freunde? C2DMX Kriegs am Start und heute mit einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie ihr bei dem weiblichen Charakter nach dem Update 1.36 euer Oberteil entfernen könnt. Dieser Glitch ist solo ausführbar, das heißt, ihr braucht keinen Freund und ihr müsst nicht in einer Biker-Organisation oder in einer VIP-Organisation sein. Und nochmal kurz bevor das Video anfängt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir gestern ein 5 Tipps und Tricks Video auf unserem Kanal zum neuen DLC hochgeladen haben und ich verlinke euch das mal oben rechts in die Infocard oder in die Beschreibung für die Handynutzer. Abchecken lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem Outfit-Glitch für dieses Video an. So, als erstes müsst ihr euch zu einem beliebigen Bekleidungsgeschäft auf der Karte begeben. Ich bin hier ins Ammonation reingegangen, da ich einen neuen Charakter erstellt habe und deshalb noch nicht in ein Bekleidungsgeschäft reingehen konnte. Seid auf jeden Fall nicht verwirrt. Hier könnt ihr genau die gleichen Sachen auswählen wie auch in den Bekleidungsgeschäften. Deswegen zeige ich euch das Ganze einfach mal im Ammonation. Seid ihr jetzt in einem Bekleidungsgeschäft angekommen, geht ihr als erstes zu den Outfits, zu geschäftlich Röcke und kauft euch dort das Businesswoman Outfit. Habt ihr euch jetzt das Outfit gekauft, geht ihr zu den Oberteilen und scrollt ein bisschen runter zu den Überziehern. Bei den Überziehern angekommen, könnt ihr euch jetzt die zweite bis fünfte Jacke auswählen. Das sind die offenen Parkerjacken und hier könnt ihr schon sehen, dass das Oberteil der Frau verschwunden ist. Ihr könnt euch jetzt natürlich die Jacke, die euch am besten gefällt, auswählen. Dann kauft ihr die Jacke einfach und ihr könnt das Outfit ganz normal abspeichern. Ganz wichtig ist hierbei natürlich, dass ihr nichts am Oberkörper verändert. Ihr könnt ganz normal die Schuhe wechseln, die Hosen wechseln, die Kopfbedeckung. Aber ganz wichtig, nichts, was mit dem Oberkörper zu tun hat. Und das war's eigentlich auch schon mit dem ganzen Outfit-Glitch. Es war halt ein kleiner Glitch, aber ich fand den trotzdem ganz cool und wollte ihn euch trotzdem mal zeigen. Ihr könnt bestimmt eure Freunde mit diesem Glitch beeindrucken und die werden sich bestimmt fragen, wie zum Teufel habt ihr euer Oberteil weggeglitcht. Und das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen. Außerdem könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir haben euch die Social Media Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die könnt ihr ja auch mal auschecken. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.